Dass es ein wirklich hartes Spiel wird, weil beide Mannschaften spielen international oder haben die internationale Erfahrung jetzt gesammelt oder wie gesagt, spielen auch international und da geht es anders zur Sache und oft sieht man das in der Bundesliga dann auch von den Mannschaften und deswegen ist es für die Schiris dann glaube ich besonders schwierig manchmal die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ja, ich glaube du sprichst dabei die Leistungsdichte oder die Spieldichte an, die Mannschaften im Moment tragen müssen, auch direkt nach Neujahr gleich schon wieder einzusteigen oder zwischen den Jahren gespielt zu haben. Ja, mal schauen, wie sie es wegstecken. Und sehen hier gleich von Anfang an eine Abwehrformation, wie wir sie prophezeit haben. Sprich, Steffi Röther hinten heute Zement an in der 6. Mittelblock mit Jessie. Steffi gibt der Mannschaft schon Stabilität, ne? Gerade in der Abwehr. Das ist schon, sie war schon immer so eine Abwehrspezialistin gewesen und hat die Abwehr zusammengehalten. Damals auch, wo wir jünger waren. Und jetzt kommt sie mit ihrer Erfahrung und das ist, glaube ich, für die gerade jüngeren Spieler sehr wichtig, wenn du dann jemanden neben dir stehen hast, der dann sagt, wo es lang geht und einfach die Erfahrung auch hat. Steffi fängt auch gleich im Angriff an und wird da ihre Rolle einnehmen. Man kriegt gleich mal die Härte zu spüren, wie es heute hier wohl weitergehen wird. Sie hat zwei gute Spiele gemacht. Also das erste hat sie noch nicht so viel gespielt, aber es war schon irre, was sie da an Leistung gezeigt hat. Bei dem zweiten hat sie gleich 60 Minuten durchgespielt. Also Stürmer Foul rausgeholt von Ullis, Ulrike Agren. Und Lena nimmt sich den zweiten Wurf und hat leider zum zweiten Mal Pech und kriegt den Ball leider nicht unter. Möchte man sich gar nicht ausmalen, was in Janas Kopf gerade vorgeht. Ja, Jana, die ist, sie wird einfach nur heiß sein ohne Ende. Man kennt sie auch sehr temperamentvoll, ihre Spielart und Weise. Und ganz ehrlich, ich möchte heute nicht gegen sie werfen. Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir uns nicht anstecken lassen von dem schnellen Spiel, weil sonst rennen wir uns hier hin und her und die technischen Fehler sind dann sehr hoch, ne? Wie gerade eben. Da müssen wir aufpassen. Ja. Svenja Hube auf rechts außen. Eine Spielerin, die ihr erstes Turnier auch in der Nationalmannschaft jetzt hatte in Kroatien. Ja. Und ich muss ja sagen, das ist ja so meine geheime Lieblingsspielerin in der Bundesliga. Ah. Die hat mich schon damals im Catch beeindruckt, wo ich sie zum ersten Mal gesehen habe. Da war sie schon so cool, wie sie heute ist. Und das hat mich immer so ein bisschen an Christian Zeitz erinnert. Das hat eine unglaubliche Fackel im Arm und ja, läuft nach dem Tor so zurück, als wäre nichts passiert. Fand es auch immer irre, gegen sie in der Abwehr zu stehen. Die hat die Miene nicht verzogen, nicht ein Wimpernschlag und dann plötzlich machst du so eine Aktion und denkst nur, geht's? Also, sie hat auch eine unheimliche Entwicklung gemacht. Ich finde, dass sie zum THC gegangen ist, das tat ihr echt wirklich gut. Und hat ja auch ein gutes Turnier jetzt gespielt bei der Nationalmannschaft. Absolut. Und da wird bestimmt noch einiges kommen von ihr. Ja, das Gespann mit Marlin und ihr war echt hervorragend. Gut. Ja. Erster 7 Meter fürs im Spiel. Unsere Abwehr hat sich noch nicht so gefunden gegen die hohen Kreuzungen, die der THC gegen uns spielt. Ach, schade. Ja, das ist halt das Problem. Der THC spielt unheimlich schnell und wir müssen in der Abwehr, über die Abwehr können wir heute das Ding gewinnen oder können wir das Spiel knapp gestalten. Weil sie machen, egal was ist, sofort wieder Druck. 0-3, das haben wir uns alle, glaube ich, ein bisschen anders vorgestellt hier in der Halle. Aber ich glaube, wie so oft muss erstmal das erste Tor fallen, um hier ein bisschen die Handbremse zu lösen. Aber man merkt, dass der THC schon immer
Aggressivität an den Mann legt, mit der man auch erstmal zurechtkommen muss. Ja, man muss sich jetzt im Rausch spielen. Wenn man dann, finde ich, manchmal ist es ja dann so, dann ist man einmal dabei, dann läuft, dann steht die Halle dahinter und dann kann man machen, was man will und es klappt alles. Aber da muss man erstmal hinkommen. Da war Zeitspiel angezeigt. Ja. Ja, das war schon auch hervorragend gespielt. Dieses Zusammenspiel mit dem Kreis ist schon eine Waffe, die der THC über die ganze Saison hin zeigt. Und in den letzten Jahren mit ihrer starken Kreislaufruhe natürlich enorm ausspielt. Aber vielleicht hält Antje jetzt mal eine. Der THC wird dann jetzt auch vorsichtig sein. Das Spiel am Mittwoch, das haben sie sich bestimmt nicht so träumen lassen, dass ihnen da jetzt ein Punkt geklaut wurde. Wir werden sich sehr geärgert haben und Herbert Müller wird sie schon mächtig eingestellt haben auf uns. Weil eigentlich sind wir auch so ein bisschen Angstgegner. Wir haben ja THC das immer schwer gemacht. Okay. Wo haben sie mal ihre Punkte verloren? Das war dann bei uns oder auch die Meisterschaftsspiele, die in den letzten Jahren immer mal waren, wo wir um Platz 2, also Vize geworden sind. Das war für die nicht einfach. Und daher... Ja, aber das ist ja genau die Kunst eines Trainers, genau da in die Köpfe der Spielerinnen reinzukommen, um diese zu motivieren, das vielleicht genau aus dem Kopf zu streichen, dass das der Angstgegner ist. Und wenn man sieht, wie sie hier auftreten, merkt man auf jeden Fall, dass sie das sehr gut verarbeitet haben. Sie sind halt sehr hoch konzentriert und wir müssen jetzt erstmal unser erstes Tor machen und dann läuft das dann auch. Schauen wir uns das mal an. Sehr schön. Oh. Schöne Finte gegen die Hand von Jessica Oldenburg und zieht durch bis bekommt den 7 Meter zurecht. Wer wirft denn eigentlich die 7 Meter bei uns zurzeit? Eigentlich Lohne, ja, oder? Ja, da kommt es ja auch gleich, wirst du sehen. Sie ist unheimlich sicher vom 7 Meter Punkt, das ist echt krass. Und schon haben wir unser erstes Tor. Wenn ich manchmal überlege, dass man kalt von der Bank kommt und dann soll man 7 Meter werfen, so abgebrüht muss man auch erstmal sein. Ja. Durftest du schon mal 7 Meter werfen? In der Jugend. Oh ja. Ist aber ja noch gar nicht so lange her, ne? Ja. Danke für das Kompliment. Nehme ich gerne an. Allerdings ist deine Frage wahrscheinlich darauf hinausgelaufen, ob ich in der Bundesliga mal eingeworfen habe. Beim THW noch nicht. Aber da haben wir auch genug andere Schützen, die das hervorragend machen. Also da müssen schon einige verwerfen, bis ich mal gefragt werde, ob ich nicht auch mal einen 7 Meter Punkt geben möchte. Oh Mensch. Naja, kenne ich. Die Schiedsrichter wollen irgendwie auch ein schnelles Spiel, heben nämlich jetzt relativ früh jedes Mal den Arm und wollen das Zeitspiel damit anzeigen. Und ich bin mir fast sicher, dass Nadja jetzt versucht, über den Mittelblock zu werfen, was ja ihre große Stärke ist. Ein recht ungewohnter Blickwinkel, den wir hier gerade einnehmen, sowohl einen Monitor vor dem Gesicht zu haben. Oh, und da ist Steffi mit ihrem ersten Tor. Nachdem sie vorher versucht hat, ein Kreisanspiel zu machen. Was ich gerade zu Ende sagen wollte, dass es für uns auch ein schwieriger Blickwinkel ist, einen Monitor vor dem Gesicht zu haben und gleichzeitig aber auch das Spiel zu sehen. Ja. Super. Genau. Ja, man neigt dazu immer eigentlich über den Monitor zu gucken und sich rüber zu beugen.
Aber wir sehen dann halt den Angriff vom THC nicht so gut. Und man geht viel mehr mit, finde ich. Wenn man so nah am Spielfeld dran steht, ja, würde man genau. Dann gerne jemandem auch was sagen und flüstern wollen. Ja. Ich merke auch, dass ich aufpassen muss, dass ich weiter doch immer mal was sage, weil man vertieft sich dann so und schwitzt dann so mit und dann bleibt dann doch manchmal die Spucke weg. Lass alles raus. Ja. Das ist unser Stil des Kommentierens. Na gut. So schnell kann es gehen. Der THC macht Fehler und auch wir können die leichten Fehler von denen schnell bestrafen. Und das ist echt. Nur so können wir sie dann auch haben. Oder verunsichern. Super Parade von Antje. Ja. Da kam nämlich genau dieser Wurf, den wir vorhin angesprochen haben, von Svenja Huber aus dem Nichts. Ohne zu blinzeln, einfach mal einen Schlagwurf übers falsche Bein. Das gefällt mir. Ja, sie hat das Vertrauen jetzt auch bekommen. Ne? Sie spielt gut, spielt viel. Und dann traut man sich auch mal so eine Aktion. Ja. Oh, das war natürlich schade. Wenn die drinne sind, dann sind das die Hammerwürfe. Oh, super, Randi zurückgelaufen. Ah ja, schön. Ja. Super von Randi, das möchte man als Trainer sehen, so einen abgelaufenen Ball. Das hat viel mit Willenskraft zu tun, das hat viel damit zu tun, unbedingt noch das Gegentor zu verhindern. Und, gibt ein Fleißkärtchen. Ja. Ja, das ist ja auch das, was viele immer nur sehen. Die sehen immer nur, wenn die Spielerinnen die Tore werfen, aber dass die Abwehr eigentlich das Grundlegende ist für ein Spiel, um das zu gewinnen, das wird ziemlich schnell vergessen und ziemlich oft. Weil vorne dieses Tor, da wird gejubelt und ja, und dafür kriegt man meist die Anerkennung. Ich finde es aber, gerade in der Abwehr sollte man auch mal die Anerkennung kriegen, was da manche leisten und was sie rackern und wuppen. Das sehe ich absolut genauso. Kenne ich. Das ist gut. Aber mir macht es persönlich als Spieler immer wieder Spaß, überhaupt Abwehr spielen zu können und auch spielen zu wollen, weil da hilft man der Mannschaft ungemein. Ja. Und das bringt immer die Aufgabe, die der Trainer einem mitgibt, genau gegen seinen speziellen Gegenspieler gut zu stehen, dass hier nichts anbrennt auf der Seite. Also ich mag Abwehrspielen. Auf welcher Position hast du denn eigentlich Abwehr gespielt? Oh, meinst du, wo ich ganz klein war oder dann in der Bundesliga? Also in der Bundesliga haben sie mir immer nur noch links außen zugetraut, weil ich alle immer gesagt habe, ach, links außen, da passiert ja nichts. Ja, danke. Ja, dachte ich auch. Das hättest du mir nicht sagen sollen. Nein, also ich habe entweder links außen gespielt oder vorne bei 5-1, vorne Spitze. Die Spitze hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht. Obwohl ich auch sagen musste, links außen, das darf man echt nicht unterschätzen. Da mal so beim Halben reinzulaufen und den Ball abfangen und sowas, da muss man auch schon mitdenken. Das ist nicht so eine Ausruheposition. Und was es für ein schönes Gefühl ist, genau diesen Ball eben zu bekommen. Oh ja. Und wenn man ihn dann nicht bekommt, den Blick dann vom Trainer, das war dann auch immer ein schönes Gefühl. Ja. Aber Abwehr, das macht echt Spaß, vor allem wenn man sich erkämpft hat, einen Ball. Schön ist es natürlich auch, wenn man den dann vorne noch reinmachen darf, ne? Das macht dann auch doppelt so viel Spaß und ach doch, ist schon ein tolles Spiel. Wir schweifen ganz schön in unsere eigenen Handballzeiten. Ja, ich darf ja nicht mehr, du kannst ja wenigstens noch. Aber lass uns noch mal ganz kurz zum Spiel kommen, weil da ist nämlich das Spitzenspiel der Frauen-Bundesliga. Ups. Ja. Und ich bin mir fast sicher, dass der Arm gleich wiederkommt, aber die Abwehrreihen haben sich gefestigt. Oh! Das war natürlich sehr unglücklich für Antje, da hinterher zu springen und den Ball nicht zu bekommen, weil dann hat die Kreisläuferin sich dann schnell da wieder den Ball geholt und ins leere Tor geworfen. Die hat versucht, mit Ullis zusammenzuspielen, die hat aber die Idee nicht ganz im Kopf gehabt. Und
wir ihn gerade gesehen haben. Aus unserem Blickwinkel hat man das energische Zeichen von Randy an Ullis genau das gezeigt. Ja, jetzt hat man wieder gesehen, diese Anspiele an Kreis, da muss man wirklich aufpassen. Der THC ist da hellwach. Sind natürlich auch, Nagornaya ist auch sehr groß und die fangen, wie eben, fangen die Bälle dann auch ab. Ne? Ich denke, wir müssen auch mal jetzt anfangen, aus dem Rückraum zu schmeißen. Absolut richtig, dafür haben wir eigentlich Jessi. Ja. Die dann mit Lattenkrache angefangen hat, aber ich glaube, sie wird, wie man sie kennt, eigentlich die Motivation beibehalten, weiterhin aufs Tor zu werfen. Ja. Das brauchen wir auch. Ja, vor allem, wenn dann jemand aus dem Rückraum wirft, dann gehen sie vielleicht auch mal raus und dann kann man halt so wie jetzt, genau. Und irgendwann kann sie dann den Kreis anspielen, weil sie dann rauskommen müssen. Ich glaube, Jessi hat heute den Flo im Ohr von uns beiden. Und dann sollten wir immer mal wieder was sagen. Super von Maxi, wo wir gerade angesprochen haben, die Arbeit, die auf Außen verrichtet werden muss, sich immer mal wieder zu zeigen. Oh, gute Abwehr, echt. Verunsichert dann auch die Anspiele von Kerstin Wohlfeld zu ihren Halben. Ulrike Achin hat gerade das zweite Stürmer voll rausgeholt gegen Nadja Nadgemeier. Das gibt ja bei uns in der Statistik, das habe ich ja letztes Mal Josi schon erklärt, ein G. Das heißt gewonnener Ball. Ach, echt? Oh, schade. Es ist gut, dass sie aus dem Rückraum wirft. Vielleicht muss man das noch ein klein bisschen besser vorbereiten, aber so kann man sie dann auch holen. Jana Krause ist natürlich auch echt eine gute Torhüterin und wird sich auch unsere Videos alle angeguckt haben. Wobei Antje auch schon sehr gut im Spiel ist. Die beiden waren ja auch zusammen das Gespann, als Jana noch in Buxtehude waren. Und verstehen sich auch sehr, sehr gut. Und sich gut ergänzt. Und ich glaube, dass Antje ihr auf keinen Fall was nachsteht heute und auch zeigen will, dass sie die klare Nummer 1 in Buxtehude ist. Hat ja auch verlängert und hat somit auch das Vertrauen vom Verein bekommen. Und, hat sie auch eine super Entwicklung hier gemacht. Ja, letzte Saison war ja auch sehr Spielerin der Saison geworden. Richtig. Hat eine super Entwicklung, also hat wirklich eine super Entwicklung gemacht, tolle Saison gespielt. Und es wird die beiden bestimmt ganz lustig, weil die sind, glaube ich, wirklich dickste Freunde und treffen sich auch so oft, wie es geht. Und das glaube ich, ich fand das auch immer lustig, gegen eine Freundin zu spielen. Dann steht man da gegenüber. Oh. Der THC ist auch sehr schnell zurück. Ich glaube, das hat Herbert Ihnen schon beigebracht. Ja. Wenn ihr nicht nur schnell nach vorne spielen wollt, müsst ihr auch schnell zurücklaufen. Ja, vor allem BSV ist ja auch bekannt dafür, dass sie schnelle Angriffe spielen und auch viel über Tempo machen, wenn es geht. Randy ist ja auch so ein Wirbelwind. Das war allerdings jetzt auch schon der dritte Ball, den Jessica Oldenburg über das Tor gelenkt hat. Wir haben ja... Oh, super. Ich habe hier gerade ein Zwischenergebnis gesehen. Und zwar Leipzig gegen Oldenburg. Leipzig führt 29-19 gegen Oldenburg. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass das so deutlich wird. Dieses Ergebnis hätten wir jetzt gerne in der Auszeit sagen können. Ach, verdammt. Ich wurde aber gedrängt. Du hast das Ergebnis direkt im Gegenstoß von Lena, die das sicher verwandelt hat, erzählen wollen. Aber ich merke schon, das Knopf im Ohr. Oh je. Wir bräuchten auch mal eine Auszeit. Lass uns mal was trinken. Ja. Mann, Dominik, ich mache das nicht so oft. Ja, das gib mir du Zeit. Du darfst mir in der Auszeit gerne mal die Frage vorlesen, die hier bei Facebook gestellt wurde. Okay, das mache ich. Jetzt? Ja, klar. Jetzt haben wir Zeit. Ach, Jad. Wo ist deine Frage? Da ist ja gar keine Frage. Ach, da möchte jemand bei dir aufs Tor werfen. Ach, ja.
Da kennt jemand meine Qualitäten im Tor nicht. Er würde gerne mal wissen, ob ich die Chance habe, den Ball zu halten. Aha. Okay, soll ich mich jetzt ins Tor stellen oder er stellt sich ins Tor? Ist nicht ganz so geklärt. Also wenn ihr Fragen habt, die nicht über meine Torhüter-Qualitäten zu tun haben, dann dürft ihr das gerne per Facebook machen auf Team Buxtehude. Natürlich auch an Suse. Da gibt es bestimmt auch ein paar, die zuschauen, die dich noch als Spielerin kennen. Was? Ich bin raus. Meinst du jetzt die ältere Generation? Ich danke dir. Wir haben nach der Auszeit jetzt einen Wechsel auf halb links beim THC, die auch bekannt ist für ihre Rückraumwürfe. Franziska Mietzner. Nachdem Nadja ein bisschen unglücklich geworfen hat, versucht Herbert Müller jetzt mit Mietzi. Sie war ja in Frankfurt immer so unheimlich stark. Sie hat da das Spiel echt eigentlich geführt. Ist dann zum THC gekommen und da finde ich, da ist sie ein bisschen untergegangen eigentlich am Anfang. Ist natürlich auch schwierig, wenn man zwei so starke Spielerinnen auf einer Position hat. Aber sie ergänzen sich gut. Bei uns ist auch jemand Neues reingekommen. Ja. Emmy ist drin. Und hat auch gleich mal ein schönes Anspiel auf halb gemacht, viel Druck gemacht. Ich wollte gerade noch ergänzen, dass Mietzi auch einen sehr guten Start gleich mit dem ersten Angriff hatte. Und dann merkt man, wie man gleich das Selbstvertrauen in ihr sprühen sieht und sich gleich auch den nächsten Wurf schon nimmt in der zweiten Welle. Und das wünscht man nicht immer solchen Spielerinnen, die von der Bank kommen, die auch beim Trainer vielleicht nicht so ein Standing haben oder nicht so viel Spielzeit haben. Und deshalb ist das, freut mich das. Auch natürlich als BSV-Anhänger. Ja. Aber wir sollen ja auch die Neutralität ein bisschen in den Vordergrund stellen. Weil das macht ja eine Mannschaft auch aus, dass die auf der Bank sitzen, halt auch ihre Leistung bringen, wenn mal jemand nicht so gut drauf ist. Oder man soll sich ja ergänzen. Ich meine, mit 7 Leuten kann man keine Bundesliga überstehen. Richtig. Das ist halt sehr wichtig. Wenn ich Emily sehe, dann kann ich aber nicht glauben, dass sie 16 ist. 24 Jahre jünger als ich. Und sie bringt echt einen total frischen Wind jetzt hier in das Spiel durch ihre Dynamik. Man muss natürlich auch sagen, dass sie nicht nur das Talent hat, sondern auch das Glück hat, schon auch so körperlich ausgebildet zu sein, um hier standzuhalten. Ich meine, wir sprechen hier von der Bundesliga-Spitzenspiel gegen den THC und sie wird sich da jetzt einbringen mit mit dem Gefangenenball. Das möchte man ja nie. Aber dafür ist Jana Krause auch mit ihrer Spekulation immer bekannt, dass sie da auch mal einen Ball fangen kann. Ja, und jetzt hat man auch gesehen, wir müssen dann einfach schneller zurück und noch schneller umschalten, weil Kerstin, die rennt da einfach durch und die kennt auch keinen Bordon, die macht dann ihre Finte und bums. Und dann ist das Ding drin. Aber wichtig ist, dass Emily jetzt sich nicht entmutigen lässt und trotzdem weitermacht, ne? Weil ich glaube, von jedem wurde schon mal ein Ball gefangen. Ja. Gibt es da bei euch auch was, muss man dafür was zahlen, wenn im Training ein Ball gefangen wird oder jetzt auch im Spiel? Also ich wüsste nicht, meiner Zeit habe ich das noch nie gehört und wie ist es bei euch? Bei Männern gibt's, muss man eine Kiste Bier der Mannschaft ausgeben. Ja. Hm. Also Emmy? Ja. Ich komme mit dir in den Supermarkt. Eine Kiste weil Cola. Du kriegst die Kiste Bier wahrscheinlich selbst nicht. Oh Mensch, ja, das ist eine gute Idee. Das kannst du ja mal nachher vorschlagen. Die freuen sich bestimmt. Da können sie sich nach dem Spiel hinsetzen und mal gepflegt ein Bierchen trinken.
So, zweiter, 7 Meter, Lohne gegen Jana. Ja. Schön. Sehr schön. Oh, schade. War gut gehalten und dann der Abpraller. Auch da haben wir vorhin die Situation angesprochen. Oh, schön. Super gespielt. Schön, darf man auch mal eine progressive Bestrafung geben. Danke, liebes Schiedsrichterteam. Absolut berechtigt. Da hat sich Ullis mit ihrer Dynamik wirklich gut durchgesetzt. Ja. Sie ist auch unheimlich schwer zu halten. Ne? Das ist schon... Was haben die Schweden so an sich? Alle guten Dinge sind drei, bitte. Ja. Gleiche Ecke. 3-3 von 7 Meter Punkten. Respekt. Super. Mal schauen, wie wir jetzt uns in Überzahl anstellen. Der THC hat da ja, schon dynamische Spielerinnen, die da jetzt, die wir doppeln müssen. Das ist ja auch immer so im Handball, dass man sich untereinander hilft und das immer eine besondere Situation auch für die Abwehr ist. Oh, das hätte aber auch fast ein Stürmerfoul sein können. Natürlich nicht passieren. Eigentlich wäre es immer schön, wenn man kein Tor bekommt und jetzt vorne eins macht in Überzahl. Haben sie natürlich auch clever gemacht, aber was sagst du denn? Mann! Ich lasse dich gerade ein bisschen alleine auf weiter Flur. So, jetzt. Sehr schön von Maxi. Da hatte ich allerdings den gleichen Gedanken wie Jana, lang zu gehen. Jana beschwert sich, dass es ein zu großer Winkel war. Das sah ich nicht so. Ja. Ich habe ihn ja direkt vor mir. Hier damals, wo ich noch ausgespielt habe, mit den Toren, das war immer ein Spaß. Wir waren immer der Meinung, kurz geht immer. Ich muss nur lange noch ausspringen. Das finde ich immer ganz lustig, wenn die dann kurz reingehen, muss ich immer dran denken, kurz geht immer. Oh, geiler schön. Pass. Oh Mann. Geile Parade, tut mir leid. Das ist, gehört auch dazu. Ich mag ja Randis. Ja. Na, wie soll man sagen? Risikopässe. Weil sie wirklich sehr, sehr oft ankommen. Natürlich gibt es auch Momente, in denen man das Risiko nicht haben sollte. Gerade weil wir noch in Überzahl waren. Aber er ist ein Tor gewesen. Hätten natürlich alle gefeiert. Super von Antje. Bei Randi muss man auch immer hellwach sein. Da weiß man nie, was kommt im nächsten Moment. Aber dann kommt halt so eine schöne Sache. Ach, schade. Da war sie eigentlich schon frei, weil... Oh. Ja, das ist mit Sicherheit Dirks Augenmerk gewesen, die Woche im Training, kann ich mir vorstellen, weil so oft wie wir gerade versuchen, die Mittelspielerin zu doppeln und von den gegenüberliegenden Halbpositionen den Mittelmann zuzumachen. So oft habe ich es bei uns noch nicht gesehen. Allerdings kann das manchmal auch schief gehen, wie jetzt gerade gesehen. Allerdings ist es immer ein gutes Mittel, um die gegnerische Mannschaft auch zum Nachdenken zu bringen. Ja, das Spiel läuft beim THC auch über Kerstin. Man muss halt nur versuchen, der Ball darf halt auch wirklich weiterkommen. Ne? Wenn du dann doppelst, dann muss er auch richtig zu sein. Ja, das und dass du nicht noch so
eine Aktion, dass der Ball da noch rüberkommt zur Spielerin. Aber wieder gute Aktion von Anke. Die Schiedsrichter haben eine klare Meinung zu den Würfen, die die Außenspielerinnen haben. Ja. Also lassen viel durchgehen. Kennen wir persönlich, in meinem Fall nur aus der Champions League, aber haben eine gute Linie, auf die kann man sich einstellen. Ich habe das früher immer sehr viel international oder Nationalmannschaften auch gespürt. Das fand ich dann immer schade. Da hätte ich mir die Härte dann manchmal in der Bundesliga auch gewünscht, damit du es halt üben kannst. Weil so war man dann immer völlig unerfahren und völlig überrascht, wenn dich mal jemand noch ein bisschen an die Hüfte gefasst hat oder so. Da war ich immer gleich völlig, was macht der da? Der fesselt mich an. Und dadurch war es dann immer ein bisschen schade, weil ich hatte die Erfahrung dann größtenteils dann nicht. Das war dann immer ärgerlich. Weil die haben keinen Freiwurf gegeben oder 7 Meter, was man dann in der Bundesliga schnell bekommen hat. Ich glaube, man kann das als Spieler auch immer gut austesten, wie weit die Schiedsrichter gehen. Deshalb bin ich gespannt, wie wir jetzt unsere Außen freispielen, weil wir wieder Überzahl haben, weil Fredda super 1 gegen 1 gestartet hat. Oh, schön. Wir verzetteln uns aber auch in Überzahl. Es ist kein Spielzug gewesen, der komplett von Anfang bis Ende durchgespielt wurde. Emi hat abgebrochen, ist nicht richtig aufs Tor gegangen. Und Randi kommt dann in die Bredouille, einen langen Pass nach außen zu spielen. Aber kennst du das nicht auch, sobald man Überzahl ist, dass es ganz oft einfach schief geht? Dass man lieber sagt, oh, lieber Gleichzahl spielen bei Überzahl, oh Mann. Weil man dann das Gefühl hat, man muss, weil wir sind ja einer mehr. Das finde ich. Ja, es wird halt immer ein Spieler in die Entscheidung, Findung gebracht, der das aber dann auch am besten können muss. Und das dann der jüngsten Spielerin zu übertragen, ist großes Kompliment, dass sie das oft auch schon schafft in ihrem Alter. Ja. Aber daran muss sie wachsen. Wir haben wieder den Arm oben. Wir sollten versuchen, jetzt kein Tor zu bekommen, weil wir bis zur Halbzeit noch aufholen wollen. Es ist halt schade, das sind so einfache Tore, die tun halt doppelt so weh. Wenn dir die als Unterzahl spielende Mannschaft gelingen. Auch schöner Pass. Geh hoch! Oh, schön gespielt. Das war gut ausgespielt. Ja. Emmy hätte ich mir fast noch einen Tick mehr gewünscht, dass sie noch höher gehen kann. Sie kann steigen, sie kann es. Aber dann natürlich auch an Fredda weiterzuspielen, die klarere Chance hat, war natürlich auch clever. Zwei Minuten bis zur Halbzeit. Sollten wir noch mal ein bisschen rankommen. Der THC sucht immer wieder den Kreis. Jetzt also haben wir auch übrigens den Mittelblock, Entschuldigung, dass ich in dein Wort falle, von der jüngsten und der ältesten Spielerin in der Buxtehuder Mannschaft. Och Mensch. Schade, dass... Ah, stand sie im Kreis. War die Absprache dann doch nicht die wir uns erwünscht hatten. Steffi hatte gesehen, dass Emmy draußen ist und musste dann noch nachschieben. Ja. Hat dann den Weg durch den Kreis finden müssen. Den hält sie jetzt. Das ist aber auch abgezockt. Ja, die spielt auch schon Ewigkeiten und... Nationalmannschaft, International Champions League und ja, weiß nicht, ich glaube nicht, dass sie aufgeregt ist, wenn sie zum 7-Meter-Punkt geht. Ja, mit 30 muss man nicht aufgeregt sein. Steffi?
Jetzt. Jawohl. Oh, super. Ach, Mensch, das ist... Es ist halt so schade, weil du machst du vorne so ein schönes Tor und dann kriegst du hinten gleich wieder eins rein. Also das soll jetzt nicht so klingen, wie es vielleicht klingen mag, aber das war das alte Spiel des THW Kiel. Einfach sich nach vorne zu laufen, die Gegner zu überrennen, mit einer Durchschlagskraft in der zweiten Welle zu spielen. Oh, schön. Da konnte man einfach die Fehler, die man in der Abwehr gemacht hat, schneller vergessen. Das stimmt, das war noch sehr beeindruckend. Bei euch zuzugucken war fast wie beim Tennis. Es ging immer nur hinher, hinher. Aber das sind halt die einfachen, schnelle Tore. Und die zermürben dann halt auch den Gegner. Das ist schon echt... Halbzeit. Ist schon Halbzeit? 15:12. Susi hat die Uhr vergessen. Mhm. Und ist ganz überrascht über die ersten 30 Minuten. Wir freuen uns auf die zweite Halbzeit und gehen jetzt ab in die Werbung. Alle meine Horneburger Freunde und natürlich Beckdorfer.
braucht jeder einen Hinweis auf den Kampf. Wo man braucht es und wo man kann spielen. Es geht nur bei uns am Samstag, den 14. Februar um 16 Uhr. Achtelfinale wird spielt in der Alpenkampf mit Bayer Leverkusen. Drauf sind Sitzplätze in Alpenkampf und Mühlenberg erhältlich. Der Kampf von Verkauf ist heute hier in der Halle drauf neben dem Fernartikelstand.
gefragt. Wir sind wieder zurück beim Spitzenspiel der Frauenhandball-Bundesliga. Buxtehude SV gegen den Thüringer HC. Und ich frage gleich mal meine Mitkommentatorin, wie sie so das Fazit der ersten Halbzeit gesehen hat. Ja, also man hat schon gemerkt, dass der BSV hat am Anfang ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Das war gleich 3-0 für THC. Aber sie haben sich echt beeindruckend zurückgekämpft und ich finde 12-15, das ist noch überhaupt kein Ergebnis, da kann man noch nicht sagen, das Spiel ist gewonnen, haben den Abstand die ganze Zeit halten können und ich glaube, dass wir für eine Überraschung gut sind. Wir müssen halt aufpassen, technische Fehler dürfen wir nicht so viele machen und vor allem dieses Umschalten schnell zurück. Der THC macht unheimlich viel Druck. Wenn wir das in den Griff kriegen, glaube ich, dass wir eine reelle Chance haben heute. Das ist schön, als Kommentator einfach die Frage weiterzugeben, auf die man mit 8 Sätzen antworten kann, um die Zeit zu überbrücken, bis das Spiel wieder angepfiffen wird. Habe ich zu viel erzählt? Nein, überhaupt gar nicht. Es ist ja für viele da draußen, die zuhören, auch was Spannendes, das von zwei ehemaligen und aktiven Spielern kommentiert zu bekommen, weil das ist einfach mal eine andere Sicht, die wir haben. Normalerweise sprechen ja hier an der Position Leute, die erfahren sind, sowas zu kommentieren, sowas zu analysieren. Aber mir macht es tierisch Spaß, ich hoffe dir auch. Ja, doch, ich war unheimlich aufgeregt am Anfang und aber Dominik hat mir die Angst doch ganz schön genommen und es macht wirklich Laune. Ich habe jetzt auch in der Halbzeit viele Nachrichten bekommen, dass doch aus ganzer Welt wird halt hier zugeguckt. Ich sage nur Heike Ahlgrim, die ist gerade in Singapur und guckt sich das Spiel an und freut sich, dass auch sowas übertragen wird. Oder Katja Langheit, schönen Gruß auch an Kassel, schaut auch zu und ist doch sehr schön zu sehen, wie viele dieses Ganze heute hier verfolgen. Ja, das ist doch mal Eine Ansage. Wo sind die Nächsten, die uns schreiben aus einem anderen Urlaubsland? Singapur ist schon sehr verführerisch, muss ich sagen. Oh ja, das glaube ich auch. Emmy kam sehr gut ins Spiel, hat man gerade gesehen, dass sie mit ihrem ersten Tor, mit dem Abpraller, hat sie dann doch noch ihr Torerfolg bekommen. Allerdings war das, was du angesprochen hast, gerade in deiner Halbzeitanalyse, dass wir den THC in der zweiten Welle einfach mehr stoppen müssen. Haben wir gerade leider nicht geschafft. Nadja hatte einen unglaublichen Zug zum Tor und kann einfach auch aus 10, 11 Meter Tore machen. Ja, oder so eine Aktion. Das sind wirklich zu einfache Tore. Die möchte ich gerne auf unserer Seite sehen. Ja, jetzt sind es auch schon 5 Tore. So würde man nicht starten wollen aus Dirks Sicht. Ich glaube, das hat er sich auch anders vorgestellt. Ja, man kommt aus der Halbzeit immer raus, hat sich so viel vorgenommen und dann so. Ja, aber sie werden sich gleich wieder fangen und dann rollt der Zug. Nochmal? Dann rollt der Zug. Der BSV-Zug. Ja. Schade. Wir schmeißen aber auch die Bälle weg. Ich meine, Randi hat schon recht, dass sie da eigentlich einen Foul bekommen sollte. Aber trotzdem haben wir da einen. Ich bin ganz schlecht drin, in Sätzen zu Ende sprechen, wenn ich ein Handballspiel kommentiere. Ja, das ist aber auch, man guckt dann zu und dann sieht man Aktionen und dann. Also dafür muss ich mich bei allen, die da zuschauen und zuhören, vor allem entschuldigen. Aber ihr seht ja selber, dass es spannend ist. Die Abwehr steht gut. Ich denke, nein, bitte, lieber Schiedsrichter, muss doch vorher mal sehen, dass das auf beiden Seiten der Fall ist. Steffi lässt sich normalerweise nicht aus der Ruhe bringen. Und was? Anscheinend hat er doch einen Knopf im Ohr, was ich gerade gesagt habe, weil er schickt jetzt beide raus, um mal ein bisschen runter zu kühlen. Also sie versuchen jetzt auch die Härte rauszunehmen, ne? Denke ich.
ist vielleicht ganz gut. Fünf gegen fünf, Gleichzahl, weil beide eben 2 Minuten bekommen haben. Ich schätze mal, dass wir jetzt Kerstin in der Entscheidung sehen, ja, zu oder gegen die Hand zu gehen, um dann ihre Alben ins Spiel zu bringen. Hat super Randy reagiert, da dazwischen zu gehen. Sollte uns noch ein paar Mal gelingen, damit wir jetzt kein Tor bekommen. Schiris heben schon wieder die Hand. Ich habe noch nie so oft ein Spiel gesehen, wo so oft Zeitspiel angezeigt wurde. Ja, machen sie relativ häufig. Super, Antje. Komm, Tempo, laufen. Wir können das ja eigentlich genauso. Wir haben mit Randi eine Spielerin, die ähnlich das Tempo anziehen kann wie Kerstin. Spielen allerdings jetzt mit einer anderen Variante, und zwar... Das ist auch ein Foul normalerweise. Das war, genau, ich wollte gerade sagen, es war genau das gleiche wie auf unserer Seite, durch den Kreis. Jetzt sehen wir, wie gesagt, die andere Variante, um mal wieder den Satz, den ich gerade angefangen habe, eigentlich zu Ende sprechen zu wollen, dass man beim 5 gegen 5 wie der THC entweder den Kreisläufer rausnimmt und mit allen Positionen spielt, oder wie wir jetzt mit March mit Reißlöwen drin haben, die auch mal eine Sperre stellt. Und so kommen wir jetzt zum Erfolg. Was wirklich auch den guten Kreuzbewegungen geschuldet ist, die Randi immer wieder super einführen kann. Gerade wenn so viel Platz ist, 5 gegen 5, da muss man einfach nur Geduld haben, weil und den Ball gut weiterspielen, die Lücke ergibt sich dann schon. Nur manchmal so geduldig zu sein, ist, glaube ich, echt immer schwer. Wir sehen beim BSV jetzt auch eine Variante mit Randi Bühler auf halb gegen Nadja. Ich glaube, da gibt es auch eine klare Absprache, dass sie die verfolgt. Jessica kommt aber auch immer sehr gut mit ihrem Wackler gegen die Hand zum Erfolg. Es gibt nicht viele Spielerinnen, so, die gegen die Hand gehen. Also hauptsächlich möchte man ja eigentlich zu seiner Wurfhand gehen. Das ist ja eine Frage. Ja. Also ich finde es auf jeden Fall sehr, sie ist ja auch so groß und so schlaksig und sie ist echt einfach unheimlich schwer zu halten. Aber ich denke halt auch, dass sie viel mehr aus dem Rückraum werfen muss auch, weil sie kann es ja, sie hat es ja bewiesen. War eine schöne Aktion von Svenja Huber, allerdings hätten wir das jetzt ausnutzen können, dass sie noch hinten liegt. Bitte was? Du bist gerade aufgestanden vor Aufregung, ich oder? Wollte auch, ja. Du wolltest auch werfen? Ich wollte eigentlich aufstehen, um zu zeigen, Antje, dass sie stehen bleiben soll aus so einem Winkel. Wenn ein Außenspieler so abgedrängt wird, dann brauche ich als Torhüter, glaube ich, nicht nur in die Beine zu gehen. Aber ich bin ja kein Torhüter. Jeder Torhüter, der gerade zuhört, denkt sich, stell du dich da mal rein. Ja, da frage ich mich, du triffst doch auch immer aus so einem Winkel, auch wenn du abgedrängt wirst. Ja, da hoffe ich, dass der Torhüter runtergeht. Siehst du? Schritte. Verstehe kein Mensch. Jetzt bin ich schon wieder aufgestanden, falls die Leute mich da sehen. Ah ja, hier. Die sehen mich ja sogar. Ich finde, du fieberst jetzt wirklich richtig mit. Ja, es geht jetzt in die zweite Halbzeit. Da bin ich normalerweise, wenn ich als Zuschauer in der Halle stehe, also stehe ich. Also, mir darf man beim Handball keinen Sitzplatz geben. Ja, es sind auch wirklich nur noch 2 Tore und
Es ist einfach alles drin. Ich finde es trotzdem auch immer wieder faszinierend. Er spielt ja super gespielt von Adrian Engel. Da hat man mal gesehen, was es für eine hohe Qualität ist, es 1 gegen 1 zu gehen, vor allem gegen die Hand und dann mit der falschen Hand nach außen zu spielen. Das macht schon eine richtig gute Spielerin aus. Ja, und vor allem, wenn man selber außen ist, freut man sich ja auch, dass der Außen mal so schön frei gespielt wird. Ne? Das sieht man so selten, dass Mannschaften den Außen so frei spielen. Oh, ich hoffe, sie hat sich nicht schwerer verletzt. Das wäre mal eine Wette gewesen eigentlich für dieses Spiel. Welcher Trainer bekommt als erstes die gelbe Karte? Stimmt. Wer hat sie denn jetzt bekommen, Dirk? Ja, Dirk hat sie bekommen. Aber das war auch gerade so schnell, ich weiß nicht. Redda hatte irgendwie den Ball in der Hand und die Thüringer Spielerin liegt auf dem Boden, deshalb hat er dann doch den Freiwurf gepfiffen. Gab es denn eigentlich zwischendurch eine Frage im Internet, auf Facebook, die gestellt werden kann? Auch nicht die aus der Halbzeit. Na dann. Aber nochmal zu der gelben Karte. Ich finde es ja immer schöner, wenn ein Trainer mitfiebert und mitmacht und lieber mal eine gelbe Karte und meinetwegen auch mal eine 2 Minuten, als wenn da einer sitzt, der immer so ruhig ist. Damit konnte ich nie so richtig was anfangen. Ich war immer froh, dass meine Trainer immer mitgespielt haben, gedanklich. Und mitgefiebert haben. Jetzt sehen wir so ein paar Nicklichkeiten auch im Kreis und im Mittelblock, um ein bisschen hitzigere Stimmung zu geben. Freda pushte auch ein bisschen das Publikum, sowas gefällt mir ja immer ganz gut. Das war gut gesehen, das war gut ausgespielt, das muss man schon sagen. Ja, aber da muss man Lohne beistehen als Außenabwehrspieler. Sie hatte nämlich das Gefühl gehabt, dass Emmy auch Druck auf den Mittelmann macht und deshalb muss sie ja parallel verschieben. Ja, nee, aber, trotzdem, genau. Ja, sieht immer bescheuert aus. Ja, das ist halt, der Ball darf einfach nicht dahin kommen, aber es war halt einfach, hat sie gut gesehen, dass plötzlich Lohne dann reinschieben musste oder rübergegangen ist und hat den Außen angespielt. Und man muss auch mal sagen, dass Svenja auch den dritten. Schön. Sensationeller Treffer von der Jüngsten auf dem Feld. Emily Bird. Und da sieht man mal, was die Kreisläuferin aber hier für eine Sperre gemacht hat, um Freda wegzusperren. Ich finde, das Spiel bekommt jetzt ganz schön Härte. Wenn ich jetzt an meinen alten Kapitän Markus Alm denke, der jetzt sagen würde, als guter Kreisläufer machst du einfach auch die Fouls, die einfach kein Schiedsrichter sieht. Ja. Siehst du? Ah, schön. Das tat gut. Ah, das freut mich unglaublich. So möchte man, glaube ich, als Torhüter helfen wollen. Und das ja, hat man in ihrem Jubel auch gesehen, dass sie das selbst zufriedenstellt, da jetzt eingreifen zu können. Aber Jana hat halt einfach auch eine super Form heute. Ne? Also hält die Bälle, die sie halten muss. Es sind 2, 3 Freie, unter anderem ein Gegenstoß dabei. Sie macht schon gut an alter Wittenstelle. Ja, sie spielt sowieso eine richtig starke Saison gerade. Und ich glaube, in der alten Wirkungsstärke, das pusht dann nochmal doppelt so viel. Und
Idee. Schön. Normalerweise trifft man hier auch mal zwischen Reihen eingreifen. Ja, zwei Minuten. Machen wir auch. Ja. Diese Überzahl sollten wir jetzt mal für uns gewinnen und kein Tor bekommen, wo wir unkonzentriert sind. Wollte ich diesen Angriff ohne kommentieren zuschauen, weil ich mir gewünscht habe, dass sie jetzt so konzentriert bleiben, dass nicht nochmal so ein Fehler passiert, um in Unterzahl jetzt nochmal ein Tor zu kassieren. Aber sie haben es super rausgezogen und Antje hat super Wurf gehalten, genau. Es ist halt, wenn die Abwehr an dem Spieler dann auch dran ist, dann ist es halt schwieriger zu werfen. Und schon ist das ein gutes Zusammenspiel mit Torhüter und dann hält man die auch. Und dann pusht man sich gegenseitig und jetzt sind es nur noch zwei Tore. Super, dass Maxi das auch sofort gesehen hat. Dafür ist ja Jana auch bekannt, immer wieder einen Schritt mehr rauszugehen. Und da hat der Hebel perfekt gepasst. Schöne Abwehrarbeit jetzt. Auch wenn wir in Überzahl sind, trotzdem jeder ist fokussiert, jeder ist heiß. Oh, super. Das gehört natürlich jetzt auch dazu, dass Nadja da jetzt halt einfach, sag ich mal, das Pech hat und nicht mehr trifft. Und das ist für uns auch super. Jetzt haben wir die Chance, auf ein Tor ranzukommen. Lena, warum läufst du ein bei Überzahl? Fragezeichen. Vielleicht war das ein Spielzug. Das war einfach Überzahl, zweite Welle und da braucht man nicht einlaufen. Allerdings hat sie links außen Bonus. Das stimmt. Bei uns beiden. Gleichzahl, spannende Phase. Schade. Ah, schön. Jessie läuft kopfschüttelnd zurück, weil sie weiß, dass bei den Spielern in roten Trikots immer noch mal eine dabei ist, dass du eine abkriegst. So, und schon. Aber wenn du so wegsteckst und den gegnerischen Trainer dazu zwingst, seine nächste Auszeit zu nehmen, haben wir alles richtig gemacht, würde ich sagen. Würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen. Ja, ich auch. Ich kann leider keine Lippen lesen, du? Ich könnte es ja behaupten, aber Franzi Mietzner steht jetzt gerade davor. Das Gefühl, eine Überraschung liegt in der Luft. Und du? Naja, die Überraschung, wenn sie in der Luft liegt, kann ja nur zu unseren Gunsten ausgehen, deshalb ja. Würde ich die auch gerne sehen. Aber da an der Stelle kann man vielleicht wirklich mal sagen, dass die beiden Mannschaften natürlich mit HC Leipzig auch die letzten Jahre geprägt haben. Also das sind wirklich die besten Spielerinnen jetzt hier auf dem Feld, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und das ist ein Kompliment an die Macher, an die Trainer,
diese drei Vereine, wie ich sie gerade genannt habe. War super gewesen. War eine richtige Entscheidung. Ja. Ja, über Jahre so eine konstante Leistung zu bringen und ich finde auch so viel junge Spielerin noch mit rein zu integrieren in die Mannschaft, das ist schon echt enorm. Und ich bin jetzt mal gespannt international, wie weit wir da mithalten können oder wie wir dazu stehen, weil das, finde ich, ist immer die spannende Sache. Aber dafür haben wir eine sehr ausgeglichenheit im Kader. Wenn natürlich die Verletzten zurückkommen, ja, das ist richtig, können wir, glaube ich, auch diese Spiele im Dreitagesrhythmus schaffen. Das denke ich auch. Aber weil du gerade gesagt hast, die Jungen zu integrieren, dafür steht natürlich auch Buxtehude mit ihren vielen Jugendmannschaften, mit der A-Jugend-Bundesliga. Da kommen auch immer wieder Mannschaften nach. Deutsche Meisterschaften hat man errungen. Und da darf Peter Prior sich schon noch mal auf die Schulter klopfen und das mal zu Gemüte führen, was er hier alles geschafft hat. Und wir sehen gerade das Unentschieden, den Ausgleich von Jessica Oldenburg und kriegen auch den Ball zurück. Ein super Risikopass, Maxi. Oh, schade. Da musste ich hinterher schauen und aufstehen. Ja, das ist schon enorm, was Peter hier auch geschaffen hat mit den ganzen Jugendarbeit und mit den ganzen Helfern, die er auch ringsum hat. Das macht auch Spaß immer zu sehen. Meine kleine Tochter geht auch schon zu den Minis. Das ist echt immer lustig, wenn da die Kleinen da so rumhüpfen und schon den Ball in der Hand haben. Aber haben natürlich auch immer die Mannschaft, die erste Mannschaft vor den Augen. Und es ist immer herrlich, wenn so kleine Kinder mit großen Augen alle angucken. Und würde ich mir wünschen, dass das noch mehr gewürdigt wird, auch finanziell und im Sponsorenbereich. Ich glaube, es gibt nichts Besseres für eine Firma, einen Verein zu unterstützen, der so auf die Jugendarbeit pocht und so viele Jugendliche in die Halle holt. Also da glaube ich, dass Peter natürlich schon immer einen Fulltime-Job lebt. Ja. Aber das würde ich mir wünschen, wenn auch der Hamburger Kreis, Umkreis da das mal ein bisschen mehr würdigt. Ja, das wäre echt wirklich schön, weil die Kinder, die danken einem das wirklich. Und es ist enorm, was die für einen Aufwand haben. Und wie auch, wenn die Eltern nicht so dahinter stehen würden und wenn da nicht so viel Spenden dort und da gesammelt würden, dann wäre das alles nicht machbar. Und ich finde das super, auch wenn man hier sieht, wie viele Kinder jetzt wieder am Rand sitzen und anfeuern. Und stell dir mal vor, die wären alle nicht hier, dann wäre die Halle fast leer, so nach dem Motto. Ja, absolut also, richtig. Das ist total wichtig. Kann man schon stolz drauf sein. Gibt es nicht, glaube ich, so oft in Deutschland. Es bleibt spannend. Oh ja, richtig spannend. Sehen sogar mit Emmy jetzt eine Spielmacherin, die in jungen Jahren auch schon so ein Spitzenspiel an sich reißt und leitet mit ihren Ansagen an Spielzügen. Hoffentlich werden sie auch von Erfolg gekrönt. Sie. Oh, super. Oh, eigentlich war das auch Abwehr. Durch den Kreis hätte man auch 7 Meter geben können. Hat sich gegen die direkte Gegenspielerin durchgesetzt. Und ist gegen ihre Knie, glaube ich, ne? Das ist Jana Krause, wie sie lebt. Das ist unglaublich, ja. Es hat immer so einen Spaß gemacht, im Training gegen sie zu werfen, weil wenn du dann mal einen Heber reingekriegt hast, sie war dann immer so gefrustet. Dann stand sie immer da und guckte dich an und man selber nur so, ach ja, einen Heber reingemacht bei der Jana. War schon immer schön. Ich mag das, wenn Leute so viel Energie haben und das auch zeigen und so abgehen. Die lebt, also man muss das Spiel auch leben, finde ich. Das sind eben die Charakter, die der Sport braucht und die auch von so auch einer Mannschaft leben kann. Ne? So einen Rückhalt zu haben, so eine positive Verrückte da im Tor, Besseres kann dir nicht passieren. Oh, geh selber. Jetzt der Arm schon wieder oben.
einer 16-Jährigen jetzt die Verantwortung zu geben. Ja. Ich überlege die ganze Zeit, was ich mit 16 gemacht habe. Wo warst du denn mit 16? Da war ich in Leipzig, da habe ich in Leipzig gespielt. Das waren noch Sportschulzeiten. Das war auch eine sehr spannende Sache. Ich schätze, dann hast du ähnlich gutes Talent gehabt wie Emir. Also nee, also ich hatte schon mal den Körper überhaupt nicht. War mindestens 20 cm kleiner. Da kommen Sie wieder. War doch Sportinternat. Genau, ich will mich ja nicht. Aber wir waren eine sehr kleine Mannschaft damals in Leipzig. Das war echt immer ganz knuffelig. Ich weiß auch nicht. Jessi, zum zweiten Mal den Ausgleich geschafft. Ja, jetzt das brauchen ist wir mal eine Abwehr. Das ist schon enorm, was sie da Glück heute macht. Ja, das ist echt schon gut. Na, gegen March ist da nicht viel zu holen. Also wenn die mal den Ball in der Hand dann hat sie ihn. Da können auch zwei Spielerinnen von Thüringen. Ich glaube, wenn wir das heute hier gewinnen, dann geht Fuchs durch. Was dreht dann durch? Die ganze Stadt. Die Halle tobt. Das ist eh für mich eines der tollsten Atmosphären. Also ich habe ja auch in den letzten Jahren die Spiele mitbekommen, die jeder in Erinnerung behält, diese Rückstände aufzuholen in den Playoff-Spielen. Oh ja. Was hier los sein kann, also da, dass die Halle noch funktioniert. Und seit schon so lange. Die Halle tobt schon so lange. So, das ist echt irre. Auch schon früher, diese ganzen Spiele waren genauso. Die Halle ist voll. Das hat uns auch ausgemacht. Ich glaube, jeder ist gerne hierher gefahren. Ich meine, auch für den Gegner ist das ja was Besonderes, vor so einer Kulisse zu spielen. Jetzt wollten wir ein bisschen Überraschung reinbringen und das mit einem Camper die Thüringer überwinden. Finde ich auch immer mutig und eigentlich auch immer gut, wenn sowas dann auch klappt, wäre natürlich noch besser gewesen. Ja, entweder man ist der Held oder man ist der Loser, ne? Aber ich mag, also wie du das auch magst, diese Risikosachen, weil wenn man das dann wirklich geschafft hat, das kann ja keiner mal nehmen, ne? Und das kann auch ein Knackpunkt sein, um eine gegnerische Mannschaft einfach auch nochmal zu zeigen, egal wie aggressiv ihr jetzt steht, wir spielen euch aus mit so einem 0815-Trick. Dieses Freche, was halt immer wieder zum Erfolg führt. Das hat man ja auch früher viel, oder besser gesagt, also Norwegen und Dänemark, die haben das ja immer einen vorgeführt. Ne? Egal wie die gespielt haben oder ob sie zurückgelegen haben oder was. Und dann plötzlich machen die da so Camper oder irgendeine andere Sache. Und du hast dich immer gefragt, hä, wieso machen die das jetzt? Aber da hast du halt gesehen, die haben Spaß dran und dadurch wurden dann die anderen auch. Ja, das hatte ich dann schon. Da warst du richtig bis zurückgelaufen und dachtest, na super. Das, Steffi. Ja, Steffi ist wieder für die wichtigen Momente da. Hat auch das ausgenutzt, dass Kerstin auf der Halbposition geschlafen hat. Und zum einen begriffen, bekommt jetzt die falsche, die 2 Minuten. Aber gut, dass wir jetzt 7 Meter rausgeholt haben und jetzt den Ausgleich wieder auf der Hand haben. Das ist echt krass, was Steffi hier noch leistet. Super von Lohn, dass sie da dabei bleibt. Ist keine einfache Situation für sie. War jetzt nach 10 Minuten auch wieder gewechselt worden. War eigentlich auch im Spiel, kann man schon sagen. Und dann hat Dirk aber als Trainer nun mal so eine Eingebung und wechselt Lena noch mal rein. Obwohl ich es sehr schade finde, es wird halt echt wenig über unsere Außen gespielt. Ich weiß gar nicht, ob schon einmal ein Ball nach außen, doch bei Maximal auf der anderen Seite. Aber das finde ich immer sehr schade, weil. Oh. Oh. Super. Muss man auch nicht pfeifen. Aber war trotzdem von Lena auch gut aufgepasst. Ja.
schade. Ist Jana gut mit reingegangen, hat sie gut gemacht. Ja, auf den hatte sie beim ersten Wurf in der ersten Halbzeit von Maxi schon gewartet. Da hatte Maxi es geschafft, kurz zu werfen. Aber man kommt natürlich in solchen Situationen als Spieler auch immer dann in seinen Automatismus, in seine Lieblingswürfe, wenn es um so vieles geht, wenn man angespannt ist. Ja, vor allem Maxi springt auch sehr weit rein und dann siehst du plötzlich nur noch Torhüter. Und dann weißt du gar nicht mehr, wohin. Also, bei mir war es immer mal so. Gleichzahl, oder? Ich glaube. Ja. Ja. Beide Mannschaften 2 Minuten. Ah, ist irre. Das machen sie. Die Abwehr steht echt gut. Ja, das macht Marcella auch wirklich. Ja. Hervorragend, wie sie sich mit ihrem Körper, sie kennt ja auch keine Schmerzen. Also wenn man sich so gegen Kerstin, wenn man weiß, wie sie da zwischen 1 und 2 durchgehen möchte und sich dann mit ihrem Körper hinstellt, ja, ist wirklich super von Marge. Richtig super. Vor allem, man weiß ja auch, Kerstin geht gerne immer mitten durch, mit dem Kopf durch die Wand. Und wenn man da sich drauf einstellt, dann kann man schon ab und zu mal Stürmer voll rausholen. Und das hat man heute, das haben wir ja halt echt gut gemacht. Mal schauen, ob das jetzt die erste Führung ist, die wir heute erreichen können. Ob da ein 7. Feldspieler, ne, ein 6. zumindest in Unterzahl. Geh hoch. Die Anweisung. Ja. Ich muss mich gerade selbst immer ein bisschen disziplinieren. Ich glaube, du wärst auch ein guter Trainer, oder? Hast du sowas eigentlich mal vor in der Zukunft? Würde ich nicht nein sagen. Eher wenn ich die Möglichkeit bekommen könnte, sowas mal diese Erfahrung einfach weiterzugeben. Ich glaube, ich selbst durchlebe ja eine Ausbildung als Spieler mit so vielen Trainern zusammengearbeitet haben, die ich mal behaupte, einer der besten sind. Und dann natürlich auch mit so vielen Spielern zusammengespielt zu haben. Das glaube ich, das würde ich gerne weitergeben wollen. Ja. Eher an Kinder oder? Weil ich finde das immer so süß, wenn du hier mit den Kindern durch die Halle hüpfst. Ich glaube, du kannst ganz gut mit kleinen Mäusen. Ja, das mache ich auch jetzt ja schon mit Handballcamps und so weiter. Wo ich das immer mal wieder natürlich im Spaßfaktor weitergebe, aber ich glaube auch in dem Bereich, wo man weiterkommen möchte, also auch an die Jugendlichen, die vielleicht den Sprung schaffen wollen, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, ein paar Tipps zu geben und mal als Trainer zu fungieren. Wir haben es leider nicht geschafft, selbst in Führung zu gehen und wir sind wieder abgeschwiffen. Susi. Na ja, das ist doch schon mal interessant. Es kommen jetzt die letzten 5 Minuten. Oh, super. Jessie macht ein unheimlich gutes Spiel, sieht die Lücke. Klasse gemacht. Also mein ehemaliger Mitspieler, Daniel Nassis, der würde jetzt sagen, das macht tut weh. Das finde ich schon wieder richtig gut. Das macht tut weh. Aber es ist herrlich, wenn man den ganzen Tag mit unseren ausländischen Freunden in einer Mannschaft spielt. Man vergisst ja selbst auch manchmal das richtig grammatikalische Deutsch. Ich wollte gerade sagen, dafür sprichst du noch ganz gut. Ja, ich verlange auch Schadensersatz von der Mannschaftskasse. Oder Einsatz Salär für diese deutschen Stunden, die ich öfters mal im Bus dann erklären muss. Wir hatten das früher ja auch immer so ein bisschen mit Natascha und Ola. Das ist schon,
Herrlich. So. Aber das lockert das Training auch ein bisschen auf. Ja, super. Da gibt's mal Szenenapplaus von uns beiden links außen. So ein frechen Heber und das ist wieder ein Stürmerfoul. Wenn er das die ganze Zeit pfeift, muss er das jetzt auch pfeifen. Sehr konsequente Linie von den Schiedsrichtern. Hui. Herrlich, in der Situation Heber zu machen. Ja, wow. Groß. Großartig, gefällt mir. So, ich glaube, beide Trainer haben sogar auch noch eine Auszeit, die man ja jetzt die dritte in den letzten 5 Minuten geben darf. Da sollten wir uns jetzt mal konzentrieren. Ich hoffe, die nehmen wir in der letzten Sekunde, um den Sieg zu genießen. Schöner Jubel. Klasse. Ja. Und man sieht trotzdem, dass der THC schnell in Mitte spielt, obwohl gar niemand da stand. Jawohl. Ulis, mach dich zu entscheidenden Faktor. Yes. Jawohl. Super. Die Halle tobt. Wow, was eine Wendung. Halle steht. Dürfte auch gern mal aufstehen eigentlich. Also ich mach's mal. Ich bin aufgeregt. Aufgeregt. Wenn du überlegst, die ganze Zeit zurückgelegen und so wieder rangekämpft, nicht einmal dann gezweifelt. Und jetzt führen wir mit 2 Toren. Aber lass uns nicht das machen, was am Mittwoch den beiden Kommentatoren passiert ist, was haben das Spiel gesagt? In Leipzig analysiert und kommentiert haben, dass wir zu früh auf die Siegerstraße gehen. Das der Fehler sollte uns nicht passieren. Zumal Herbert jetzt wieder mit der 7. Feldspielerin kommt, also selbst in Gleichzahl versucht, einen Mann mehr auf der Platte zu haben. Das hat Dänemark ja gemacht bei der Nationalmannschaft. Und wir agieren auch dagegen mit einer offensiven Abwehr. Schade. Den hat sie. Okay. Warum kommt Julia eigentlich nicht? Hat sie, den musst du Dirk nachher fragen. Ja, mach ich. Es sei denn, sie hält ihn jetzt und dann ist egal. Ah, den schießt sie am Kopf vorbei. Oh Mann, ey. Zu Hause mache ich das ganz oft, wenn ich mir ein Spiel angucke und es ist zu spannend, dann gehe ich eigentlich raus. Heute kann ich ja leider nicht. Solltest du auch nicht. Wir sehen jetzt, wie wir einfach das auch die... Ja, schade. Da stellt sich für mich auch das Fragezeichen auf den Kopf, warum man jetzt... Der HC bleibt weiter mit der offensiven Variante. Entschuldigung, THC mit dem 7. Feldspieler. Oh, schön. Auch eine ungewohnte Abwehrformation, die man gegen eine Angriffsmannschaft, die den 7. Feldspieler bringt. Aber momentan 50-50 bisher. Dann schauen wir es im nächsten Abwehraktion. Oh. Auszeit. Ich hätte noch ein bisschen gewartet, wenn ich ehrlich bin. Oder was denkt man da als Trainer jetzt? Weiß ich nicht, ob man versucht, Ruhe reinzubringen. Die Mannschaft noch mal irgendwas versuchen zu vermitteln. So
So, jetzt hat Herbert seine gelbe Karte bekommen. Ja, war er nochmal in Richtung Schiedsrichter unterwegs? Bestimmt. Vielleicht denkt Dirk auch, so 2 Minuten vor Schluss halt jetzt nochmal wirklich das Tor, um uns 2 Tore nach vorne zu pushen. Ja, vor allem, man darf jetzt nicht hektisch werden. Ne? Wir führen ja mit einem Tor. Theoretisch müssen wir es ja ruhig ausspielen und die richtige Situation suchen. Nicht so wie vorher, Frette, der war, wenn er drin ist, okay, ist sie hält, aber der war sehr früh abgeschlossen und ging halt leider übers Tor und das darf halt jetzt nicht passieren. Also sagen wir, gut, dass er die Auszeit genommen hat. Würde ich sagen. Wir analysieren sogar schon die grünen Karten, also wir sind im Fieber, würde ich sagen. Ja, das steigert sich sekündlich, glaube ich. Wir haben aber nur noch 120 Sekunden. Komm, Mädels. Ein schön rausgespieltes Tor über den Kreis. Würde ich mir jetzt wünschen. Ja. Ja. Oh, 2 Minuten. Super. Naja, sag das nicht so früh. Also, ja. Wir haben vorhin davon gesprochen, was es jetzt heißt, die Entscheidung zu treffen. Und jetzt in den Köpfen der Spielerinnen von Buxtehude ist ja nochmal ein Faktor mehr jetzt drin oder ein Gedanke mehr, der heißt, wir sind eh ein Mann über Zahl. Werfe ich jetzt entschlossen aufs Tor oder spiele ich doch nochmal weiter, weil einer muss ja frei sein. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie wir das lösen. Super, werden wir es lösen. Absolut richtig auch von Jesse. Und wenn man ehrlich ist, welche Spielerin macht das? Sie ist so abgebrüht. So ohne sich den Kopf zu machen. Ja, man darf auch nicht vergessen, jetzt ist auch eine wurfstarke Spielerin beim THC weg. 2 Minuten, die wird es auch nicht mehr zurückkommen. Und nur noch 1 Minute. Oh, jawohl. Super. Ruhe, Ball behalten. Nein, kriegst du da noch einen Freiwurf? Entschuldigung. Weil sie müssen jetzt schnell ein Tor machen. Die Halle steht, so wie man sie in Buxtehude kennt. Ja. Das ist noch nicht vorbei. Zumal Dirk auch, wie gesagt, keine Auszeit mehr hat. Jawohl. Aber Antje hält den Sieg fest. Super. Ab wann darf ich denn sagen, dass wir gewonnen haben? 10 Sekunden vor Schluss, oder? Meinst du, man könnte jetzt schon mal sagen? Ja, im Handball ist schon vieles passiert. Weißt du doch. Ja, siehst du? Hallo? Okay, jetzt darfst du. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, super, wie die Mädels das gemacht haben. Und Ullis. Es ist echt enorm. Wir haben vor dem Spiel von Charakter gesprochen, die Thüringer Mannschaft immer wieder hat. Aber ich würde sagen, den Charakter, den wir jetzt gezeigt haben, jawohl, der ist auch cool. Und ich glaube, um mal ein kurzes Fazit zu ziehen, da war natürlich wieder eine Mannschaft auf dem Feld, die jetzt jubeln darf. Jetzt kriegt er Gänsehaut. Schöne Bilder. Ah, Wahnsinn. Boah, das ist echt irre. Wir jubeln mal mit. Komm, lass uns mal hier, hallo. Hier, wir sind zu sehen. Susan, mir hat es so viel Spaß gebracht. Ja, ich hatte auch Spaß dran. Ich war so aufgeregt vorher. Ist gar nicht so schlimm. Mit dir. Danke. Und mit den Bildern, ich glaube, die sagen mehr, als dass wir noch kommentieren können. Und verabschieden wir uns aus der Buxtehuder Sporthalle mit frenetischen Fans und wünschen ein schönes Wochenende. Ja, das wünsche ich euch auch. Tschüss.